Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, an diesem Freitag, an diesem gesegneten Tag, ein Tag, der voller Huld ist, eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala, der Jum'a, wo wir Muslime uns vereinigen und Allah subhanahu wa ta'ala's gedenken, denn er ist unser Herr und niemand anderen beten wir an außer ihm. Und wisse, dass du ein Muslim bist, der kein Stein und kein Baum und keinen Menschen anbetet, sondern du betest Allah subhanahu wa ta'ala. Hebe dein Kopf und wisse, dass der Islam die einzig wahre Religion ist, mit der Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist. Allah, der Allmächtige. Und wer spricht wahrhaftigere Worte, als Allah sagt? Inna dina inda Allahin Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Und Allah hat hier alle anderen Religionen und Ideologien ausgeklammert. Wenn du ein Muslim bist und als solcher stirbst, dann möge Allah Azza wa Jal dich ins Paradies eingehen lassen. Und das ist unsere Güte und unser Stolz, liebe Geschwister. Und darüber werden wir reden, der Stolz des Islam. Du kannst den Stolz im Islam nur erreichen durch den Islam. Möge Allah Azza wa Jal uns den wahren Stolz durch unsere Religion geben, liebe Geschwister. Subhanallah, wir sollten wissen, wir sind Diener Allahs. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat uns erschaffen und er sagt uns klare Worte, warum. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns hiermit eine klare Aufgabe gegeben, liebe Geschwister. Die erste Priorität in deinem Leben ist es, Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Das geht vor deiner Arbeit, das geht vor deiner Familie, das geht vor deiner Schulbildung. Allah subhanahu wa ta'ala hat dich in erster Linie erschaffen, damit du ihm dienst. Alles andere ist darunter. Und wenn du ein geehrter Diener sein möchtest, dann wisse, dass die Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala dir den wahren Stolz im Leben gibt. Subhanallah. Wie viele Leute haben etwas anderes angebetet außer Allah? Und jetzt seht, wie erniedrigt sie sind, liebe Geschwister. Wie ihr Tod war, wie ihre letzten Momente waren. Wal'iyadu billah. Allah hat sie erniedrigt. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Und denjenigen, den Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigt, für den wirst du niemanden finden, der ihn Ehre gibt. Und das sollten wir wissen, liebe Geschwister. Du betest als Muslim Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein an. Und du weißt, dass er der Schöpfer ist, der alle Angelegenheiten in der Welt in der Hand hat. Subhanallah. Wenn du dieses weißt, macht dich das nicht stark? Du weißt, niemand kann über dein Leben bestimmen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Du stirbst nicht, außer wenn Allah es will. Und du lebst nicht, außer wenn Allah es will. Und nichts im Leben passiert dir, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala das für dich geschrieben hat. Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, der Gesandte Allahs. Er sagte, فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Wenn du bittest, dann bitte nur Allah. Bitte keinen Toten, bitte keinen Propheten, bitte keinen gewaltigen Engel, denn Allah ist der Herr über alle Geschöpfe. Allah ist der Herr über alle Geschöpfe. Und er sagte weiter, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, وَعَلَى أَنَّ الْأُمَّةَ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. Und wisse, dass die Umma, wenn sie zusammenkommen, um dir in einer Sache zu nützen, und nimm die gesamten Menschen und die Jinn, wenn sie sich vereinigen, um dir eine Wohltat gegenüber zu tun, sie werden es nicht tun können, außer was Allah geschrieben hat. Das ist die Bestimmung, lieber Bruder und liebe Schwester. Wisse das, dass du von niemandem etwas bekommen kannst, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses bereits geschrieben hat. Für wen möchtest du dich ab jetzt erniedrigen? Ist es nicht Allah subhanahu wa ta'ala, dem gegenüber wir uns einzig und alleine erniedrigen? Denn wenn du demütig bist gegenüber Allah, dann wird er dich erheben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, man tawada'a lillah, rafa'ahu Allah. Derjenige, der sich vor Allah subhanahu wa ta'ala demütigt, er hält die Gesetze Allahs ein. Er tut, was Allah gebietet. Und er verlässt, was Allah subhanahu wa ta'ala verbietet, diesen erhöht Allah subhanahu wa ta'ala um Rangstufen und wisse, dass dir dadurch die tatsächliche Ehre gegeben wird.
Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch: "Walau ijtama'u 'ala an yadurruk lam yadurruk bi shay, qad kataba Allahu 'alayk." Und wisse, dass wenn die Umma sich alle zusammenschließen, um dir in einer Sache zu schaden, wallahi beim Herrn der Kaaba, beim Herrn des Hauses, sie werden dir nicht schaden können, außer in einer Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala schon geschrieben hat. Unser Iman müsste, wenn wir dieses verinnerlichen und dieses verstehen, wallahi um Rangstufen erhöht werden. Denn wir wissen ab jetzt, dass niemand uns in dieser Welt etwas nützen oder schaden kann, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala das für uns bereits geschrieben hat, liebe Geschwister. Umar ibn Khattab radiallahu anhu, er hat uns die Izza geschrieben. Und Umar ibn Khattab war der zweite Khalif in der islamischen Geschichte. Und er war jemand, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden war. Und auch sein Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte: "Inna kunna adalla qawmin, fa'a'azzan Allahu bil Islam. فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله." Er sagte, dieser wahrhaftige Khalif und dieser Mann, der Allah und seinen Propheten geliebt hat, er sagte, wir waren ein erniedrigtes Volk. Aber dann gab Allah subhanahu wa ta'ala uns Ehre durch den Islam. Solange wir etwas anderes verlangen und damit Stolz erwerben wollen, außer den Islam, so werden wir von Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigt werden. Und hat er nicht wahrhaftige Worte gesprochen, liebe Geschwister? Schaut, die ersten Khulafa, die in der Geschichte gewesen sind, was für ein Reich der Islam war, wie geehrt der Islam bei Allah war. Warum? Weil es Leute gab, die Allah gefürchtet haben und die dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt sind. Aber nach ihnen kamen Nachfahren, die immer mehr die Religion vernachlässigt haben, bis wir jetzt in einem Zustand sind, wo Allah subhanahu wa ta'ala uns erniedrigt hat. Und schaut, sind wir nicht erniedrigt in der gesamten Welt, die Muslime? Natürlich, weil das Gründe hat, weil wir uns nicht mit dem Islam schmücken, weil wir nicht den Stolz durch den Islam suchen. Wallahi, wir suchen den Stolz durch etwas anderes außer den Islam, indem wir den Westen nachmachen wollen. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat uns dieses verboten, liebe Geschwister, dass wir etwas anderes als den Islam erwähnen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte: "Man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum." Derjenige, der ein Volk nachmacht, er ist von ihnen. Wollen wir so sein wie sie? Wir wissen, diese Leute, sie haben sich für einen anderen Weg entschieden, außer dem, den Allah subhanahu wa ta'ala vor seinem Tod rechtleitet, liebe Geschwister. Aber der Islam, er ist doch die Religion, die die wahrhaftige Religion ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt: "وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ." Und derjenige, der sich eine andere Religion aussucht als den Islam, so wird es nimmer von ihnen angenommen. Allah hat hier klare Worte gesprochen. Egal welche andere Religion oder Ideologie du außer den Islam annimmst, wallahi, Allah wird dieses nicht von dir annehmen und er wird dich zu den Höllenbewohnern schicken, walayyadu billah, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala nicht zufrieden ist und dessen Zorn über diese Leute lastet. Möge Allah uns befreien an diesem gewaltigen Tag. Liebe Geschwister, wir suchen den Stolz nur durch den Islam. Und schaut, in welcher Situation wir sind. Abu Darda, radiallahu anhu wa arda, als er in einer Zeit war, wo sie Zypern geöffnet haben, Zypern erobert haben. Und subhanallah, Allah gibt die Macht, wem er will. Da weinte an diesem Tag Abu Darda. Er weinte an diesem Tag Abu Darda. Und er wurde gefragt: "Mal yubkik, was lässt dich weinen?" Er wurde gefragt: "Mal yubkik, was lässt dich weinen?" "Fi yawmin a'azzallahu fihi al-islam wa ahla." An einem Tag, wo Allah dem Islam die Ehre, den Stolz, die Macht gegeben hat und denen, die ihm folgen. Subhanallah, hört die Worte von Abu Darda und sie treffen auf unserer Zeit zu. Er sagte: "Bainama hiya qahira zahira lahumul mulk taraku amra Allah fasaru ila ma tara." Er sagte, während du siehst, dass sie mächtig und stark waren, wer Zypern, sie waren eine starke Einheit. Während du siehst, dass sie stark und mächtig waren. Aber was haben sie danach gemacht, obwohl sie die Macht hatten? Sie haben den Befehl Allahs gelassen. Sie haben sich nicht um die Religion gekümmert. Sie haben sich nicht ermahnen lassen. Deswegen sagte Abu Darda, deswegen siehst du sie jetzt, wie du sie siehst. Sie haben verloren.
Und Allah hat uns an diesem Tag den Sieg gegeben. Aber Allah hat uns Verlust gegeben in unserer Zeit, liebe Geschwister, weil wir den Islam, wallahi, hinter dem Rücken gelassen haben. Schaut, in welchem Zustand wir heutzutage sind. Mit welchem Stolz, anderem Stolz außer den Islam, traust du dich vor Allah subhanahu wa ta'ala zu stehen. Wir wissen, dass wir den Stolz nur durch den Islam erreichen. Und das muss jedem von uns klar sein, liebe Geschwister. Und subhanallah, wisse auch, dass wenn du richtig an Allah subhanahu wa ta'ala glaubst und wenn du Allah subhanahu wa ta'alas Gebote einhältst, dann wird Allah, auch wenn du nur eine einzelne Person bist, dir den Stolz des Islam geben. Ja, wallah, das ist eine großartige Ehre, die Allah subhanahu wa ta'ala gibt, wem er will. Und wisse, dass wenn du in etwas anderem außer dem Islam den Stolz suchst, so wirst du erniedrigt, erniedrigt, erniedrigt werden. Und niemand, und sei es auch ein König, wird dir Ehre geben an diesem Tag. Allah hat uns erniedrigt, weil wir in einem Zustand sind, in dem wir Allah subhanahu wa ta'alas Gebote gelassen haben. Und schaut, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war mit seinen Sahaba radiallahu anhum in der Schlacht von Uhud im Kampf gegen die Feinde Allahs. Und 70 Mann wurden von den Sahaba radiallahu anhum getötet. Und sie waren Träger des Koran und nicht irgendwelche dumme BZ-Magazine. Wie wir heutzutage Muslime sehen, bevor er in den Tag hinausgeht und die frische Luft schnappt, muss er das gesamte BZ-Magazin lesen. Von A bis Z. Und diese, wal'iyadu billah, Verbrecher, sie haben sich zur Aufgabe gemacht, den Islam zu verschmähen. Wie kannst du diese Leute unterstützen? Schäm dich. Wie kannst du jemanden unterstützen, der den Islam mit allen Mitteln versucht niederzumachen? Diese Leute, diese 70 Sahaba radiallahu anhum, mit denen Allah zufrieden war, sie sind alle in der Schlacht von Uhud gestorben. Subhanallah. Und an diesem Tag, in dieser Schlacht, wurde der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verwundet. Blut floss aus dem gesegneten Körper des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und in dieser Zeit hat Allah subhanahu wa ta'ala Ayat offenbart, die in unseren Köpfen bleiben sollten. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, er sagte, subhana wa ta'ala, Allah azza wa jal, wa la tahinu, wa la tahzanu, wa antum al-a'laun, in kuntum mu'minin. Und seid nicht schwach und werdet nicht traurig, und ihr seid die Sieger, wenn ihr gläubig seid. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minal mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala offenbart Ayat in einem Zustand, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verwundet wurde, wo die Sahaba radiallahu anhum, die Ehrenhaften, getötet wurden. Und wir sind doch auch verletzt in dieser Zeit. Aber wie kriegen wir Ehre? Allah beendet die Ayah, in kuntum mu'minin. Wenn ihr Gläubige seid, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala euch den Sieg geben. Und hat er nicht den Sahaba radiallahu anhum und den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam danach den Sieg gegeben, liebe Geschwister? Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen den Sieg gegeben. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Und ich lasse jetzt ein paar Beispiele folgen, wie der Stolz der Sahaba und diejenigen, die ihnen auf beste Art und Weise gefolgt sind, wie sie diesen Stolz verinnerlicht haben in ihrer Praktizierung des Islam. Möge Allah Azza wa Jal sie uns zu Beispielen machen. Der Khalif al-Mahdi, er kam einmal herein und alle Menschen standen für ihn auf, außer ein Gelehrter. Er blieb sitzen. Dann ging der Khalif al-Mahdi zu ihm und sagte zu ihm, während alle anderen aufstehen, bleibst du sitzen? Da sagte er, ich habe versucht, hawalt, walakin habasatni aya. Aber eine Aya im Koran hat mich daran gehindert. Er sagte, welche Aya? Er sagte, يَوْمَ يَقُومُ النَّاسِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. An diesem Tag stehen die Menschen auf für den Herrn der Weltenbewohner. Und er sagte, bevor ich für dich aufstehe, habe ich mein Aufstehen bewahrt für Allah subhanahu wa ta'ala. Izza, Stolz. Sie wussten, wer der wahrhaftige König ist, liebe Geschwister. Einmal der Neffe von Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Sein Name Salim ibn Abdullah ibn Umar. Er war eines Tages in der Moschee, in Haram.
und ganz haram ist eine Moschee. Dann kam Umar ibn Khattab, sein Onkel, zu ihm, radiallahu anhu wa arda. Er sagte zu ihm, alaka haja? Hast du einen Wunsch, den ich dir erfüllen kann? Und er war der Fürst. Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, war der Fürst und der Khalif. Er hatte wirklich in der Hand etwas zu erfüllen, liebe Geschwister. Da sagte der Neffe von Umar ibn Khattab, Salim ibn Abdullah ibn Umar, er sagte zu ihm, ala tastahi? Schämst du dich nicht? Afi baytillah wa atlub min ghayrillah? Soll ich im Haus Allahs von jemand anderen verlangen, außer von Allah? Allahu Akbar. Willst du mir geben, während Allah für mich geschrieben hat, was ich bekomme und was ich nicht bekomme? Allahu Akbar. Seht, wie diese Leute dieses verinnerlicht haben, liebe Geschwister. Und subhanallah, dann ging er raus aus der Masjid, aus Haram. Und dann kamen die Leute ihm hinterher. Und sie haben gesagt, الآن خرجت من المسجد. Jetzt bist du raus aus der Masjid. Was können wir jetzt für dich tun? Hast du noch einen Wunsch? Er sagte, ein Wunsch in Angelegenheiten der Dunya, des Diesseits oder des Jenseits? Die haben ihm gesagt, du weißt ganz genau, die Dinge des Jenseits sind alleine in der Hand von Allah. Er sagte, seht ihr, was die Dunya betrifft, ich überlasse sie euch. Ich habe damit nichts zu tun. Izza, Stolz, das ist der Stolz des Islam, dass du weißt, dass du zu denjenigen gehörst, die das Jenseits haben möchten und nicht das Diesseits. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Ausgeschmückt ist den Kuffar, der Schmuck des diesseitigen Lebens. Sie lieben dieses Leben. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, doch die Gläubigen, die Gottesfürchtigen, werden am Tage der Auferstehung über ihnen stehen. Über ihnen stehen. Und Allah versorgt, wen er will. Möchtest du hier die Ehre in diesseits, dieses diesseits, so sollst du wissen, wallahi, wird es irgendwann nicht mehr geben. Aber das Jenseits ist ewig. Und verstehe das, lieber Diener. Bilal al-Habashi, radiallahu anhu wa arda. Und er war ein unterdrückter Sklave, der ein Niemand in der Gesellschaft war. Aber Izza, Stolz, er war der Muadzin vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und es war ihm lieber, diesen Job auszuführen, als der Khalif zu sein. Denn er rief die Menschen zum Gebet. Jeder, der zum Gebet kam, wurde durch Bilal al-Habashi radiyallahu anhu wa arda gerufen. Bilal al-Habashi, ein Sklave, ein Unterdrückter, ein Niemand, jemand, der nichts im Leben mitbekommen hat, was mit den Genüssen des Lebens verbunden war. Eines Tages, als er Muslim wurde und den Stolz nur durch den Islam bekommen hat, ging er zu der Schwester von Abdurrahman ibn Auf. Er wollte sie heiraten. Und er sagte zu Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu. Und Abdurrahman ibn Auf, wenn wir es in unserer Zeit ausdrücken möchten, er war Milliardär. Er hat so viel Geld gehabt. Er sagte, لو رفعت حجر, wenn ich einen Stein hochhebe, لَرُبَّمَا وَجَدْتُ تَحْتَهُ ذَهَبْ. So hätte ich unter diesem Stein Gold gefunden. Er war reich. Reich, man konnte es nicht anders nennen. Bilal al-Habashi, er hat ihm gesagt, ich möchte deine Schwester heiraten. Schaut mal, ein unterdrückter Sklave kommt und möchte die Milliardärsfrau heiraten, die voller Ansehen, voller Schönheit, voller Abstammung war, liebe Geschwister. So sagte er zu Abdurrahman ibn Auf, Bilal, der nichts besessen hat. Er sagte zu ihm, Uridu an Achtuba Uchta. Ich möchte deine Schwester heiraten oder sie zur Frau nehmen. Dann sagte er weiter, Fa in tarda falhamdulillah. Wenn du möchtest, dann alles Lob gebührt Allah. Dann verstehen wir uns. Wa in ta'ba, Allahu Akbar. Und wenn du es ablehnst, dann ist Allah größer. Größer als was? Als dein Ansehen, als dein Stamm, als deine Milliarden. Allah ist größer als alles. Izza. Und dann sagte Abdurrahman ibn Auf, radiallahu an, er sagte, Marhaban bi Mu'adhin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Herzlich willkommen, oh du Mu'adhin vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Durch die Izza, durch die Stärke. Er wusste, er bekommt, was Allah für ihn geschrieben hat. Deswegen verzweifelt nicht. Manche Brüder wollen auch Schwestern heiraten und es klappt am Anfang nicht so, wie es sein scheint. Aber wallahi,
du wirst sie heiraten, wenn Allah das für dich geschrieben hat. Sei dir sicher. Ich habe gehört von einem Fall, wo ein Bruder, ein Farbiger, er ging und bewarb sich für eine türkische Schwester. Und bei uns im Islam gibt es keine Nationalitäten, liebe Geschwister. Da sagte der Vater, lieber würde ich sterben, als diesen Neger meine Tochter zu nehmen. Allahu Akbar. Und wisst ihr was? Er hat sie geheiratet zum Schluss. Weil Allah das geschrieben hat. Und du kannst nichts tun, wenn Allah eine Sache bereits geschrieben hat. Abdullah ibn Hudhafa, As-Sami. Er war in einer Situation, wo der König ihn festgenommen hat. Von Kisra, waliyadu billah, der Schlimmes mit ihm angestellt hat, liebe Geschwister. Der König hat ihn festgenommen. Er war Kriegsgefangener. Und subhanallah, schaut mal, was für eine Izza, was für ein Stolz dieser großartige Sahabi gehabt hat. Radiallahu anhu wa arda. Dieser König sagte zu ihm, dein Tod und dein Leben sind in meiner Hand. Dein Tod und dein Leben sind in meiner Hand. Da sagte Abdullah ibn Hudhafa al-Sahmi, er sagte, لو كنت أعلم أن موتي وحياتي بيدك لاتخذتك إلها. Wenn ich wüsste, dass mein Tod und mein Leben in deiner Hand wären, als ob du Macht darüber hättest, dann würde ich dich zum Ilah nehmen, zum Gott. Aber wer bist du? Du hast nicht mein Leben und mein Tod in der Hand, weil der König dachte, wenn ich den Leuten befehle, dass sie dich töten sollen, dann töten sie dich. Und wenn ich ihnen befehle, dass sie dich freilassen sollen, dann werden sie dich freilassen. Also wer hat das in der Macht außer mir? Und Abdullah ibn As-Sahmi, er blieb am Leben. Er blieb am Leben und dieser Shaitan konnte ihm nichts antun, liebe Geschwister. Und dann haben wir das Beispiel von Omar ibn Abdul Aziz. Omar ibn Abdul Aziz, er war auch ein Khalif, der nach den rechtgeleiteten Khulafa kam, liebe Geschwister. Eines Tages war ein Botschafter von ihnen in Rom. Und er sah dort einen Muslim, einen Armen, einen Miskin, der Koran gelesen hat, während er wie ein Esel um ein Mühlrad lief. Er hat Weizen gestampft, weil die Leute dieses so mit ihm veranlasst haben. Und er hatte keine Augen mehr und er sah schändlich aus. Dann kam der Botschafter von Amr ibn Abdul Aziz und er fragte ihn, was ist los mit dir, zu dem armen Muslim, der die gesamte Zeit um den Kreis lief und Koran gelesen hat. Er sagte, sie haben mich genommen als Kriegsgefangener. Aber sie haben mir gesagt, verlass deine Religion, verlass deine Religion und wir werden dir so viel an Geld und Frauen geben, wie dir lieb ist. Er sagte, da habe ich mich für meine Religion entschieden. Allahu Akbar. Dann haben sie ihm die Augen ausgepiekst. Ausgepiekst. Könnt ihr euch vorstellen, was für gewaltige Schmerzen das sind. Aber er hat sich für seine Religion entschieden. Und so lief er um den Mühlrad den gesamten Tag und er sagte, ich rezitiere den ganzen Tag Koran, bis ich Allah meinen Herrn begegne. Bis ich Allah meinen Herrn begegne. Dann nahm der Botschafter diese Nachricht mit und er ging zu Omar ibn Abdul Aziz. Dann schrieb Omar ibn Abdul Aziz einen Brief an diesen König von Rom. Er schrieb, min Omar Abdul Aziz, min Amir al-Mu'minin, Omar ibn Abdul Aziz, ila al-Kafir ibn al-Kafir, Imperator min Rom. Er schrieb von Omar ibn Abdul Aziz, dem Fürst der Gläubigen, an den Kafir, den Sohn von einem Kafir. Er sagte zu ihm, Atlik Asir, lass mein Kriegsgefangenen frei. Au ab'athu laka jayshan, oder ich werde dir eine Armee schicken. Awwalahu 'inda wa akhiruhu 'inda. Und der erste wird bei dir sein und der letzte bei mir. So eine gewaltige Armee werde ich dir schicken. Du hörst das, aber du wirst sie nicht sehen können, weil sie so viele sind. Dann sagte der König von Rom, lass ihn frei. Das ist der Kriegsgefangene von Omar ibn Abdul Aziz. Wir wollen mit ihm nichts zu tun haben. Issa. Stolz, liebe Geschwister, so waren die Leute, die das Gute gemacht haben. Einmal war der großartige Gefährte, liebe Geschwister, ein großartiger Gefährte in einer Schlacht. Und schaut mal, subhanallah, wallahi, diese Geschichte, sie bringt uns zum Nachdenken. Was hat er gemacht? Sein Name, Haram ibn Malhan. Er war in der Schlacht und sie kämpften gegen wen? Gegen ein gewaltiges Reich. So tötete er von den Feinden Allahs und dann kam eine Person, Jabbar von den Kuffar und hat ihn ein Speer durch den Körper gerammt und er blutete, sein ganzer Körper blutete, so nahm er das Blut von seinem Körper und reibte damit sein Gesicht ein und sagte, Fustu wa Rabbi al-Kaaba, ich habe Erfolg erzielt beim Herrn der Kaaba, das heißt, ich bin Shahid. Allahu Akbar.
Und als Jabbar das gesehen hat, derjenige, der ihm den Speer reingerammt hat, er sagte, was meint er mit diesen Wörtern, Fusto? Ich habe Erfolg gehabt, ich bin Shahid. Er sagte, ich habe so lange darüber nachgedacht, bis mir dessen Bedeutung klar geworden ist, dann habe ich den Islam angenommen, weil ich habe Leute gesehen, die haben das Jenseits mehr begehrt als das Diesseits. Subhanallah. Schaut mal diese Leute, was für ein Stolz sie hatten in ihrem Islam, liebe Geschwister. Und ich schließe ab mit einer Geschichte von Rabi' ibn Amir, radiallahu anhu wa arda, als sie vor Rom standen, als sie vor dem gewaltigen Persien standen. Subhanallah, so waren sie eine schwache Armee von nicht gut ausgerüsteten Sahaba und sie haben nichts gehabt. Sie haben nichts gehabt. Und er kommt so rein zu dem König der gewaltigen Armee. Und diese Leute waren mit allen Mitteln ausgerüstet. Und er sagte mit dem Stolz des Islam, nachdem er gefragt wurde, was hat euch hierher gebracht? Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Er sagte, جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. Wir sind gekommen, damit wir die Diener von der Dienerschaft zu den Menschen, von der Dienerschaft zu den Menschen wegbringen zu der Dienerschaft gegenüber. Allahu Akbar. Sie waren nichts und sie hatten nichts, aber schaut mal, sie haben die Izza des Islam gehabt. Wallahi, derjenige, der die Izza, den Stolz vom Islam hat, er wird niemand anderen anbetteln, außer das, was er sowieso weiß, was für ihn geschrieben steht. Und wer die Izza vom Islam verinnerlicht hat, den Stolz, er schmückt sich mit dem Islam. Er liebt den Islam. Er praktiziert den Islam. Er trägt den Islam nach außen. Er zeigt ihn an seinem Aussehen. Schämst du dich? Schämst du dich, zu einem Anhänger der besten Religion zu sein? Schaut mal, viele Muslime denken heute, Subhanallah, ich werde heutzutage in den Medien schlecht gemacht. Aber wehe dir, lieber Muslim, dass du denkst, dass dir etwas fehlt im Leben. Wehe dir, dass du denkst, dass du ein Extremist bist. Diese Lügner Allahs, sie haben kein anderes Ziel, als das den Leuten weiszumachen, damit sie mit uns Muslimen tun können, was sie wollen. Sind wir so schlecht oder Extremisten, wie sie sagen? Hören wir, was Allah sagt und nicht, was diese Lügner sagen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die aus dieser Nation hervorgegangen ist. Ihr glaubt, ihr gebietet das Gute. Ihr gebietet das Gute und ihr verbietet das Schlechte und ihr glaubt an Allah. Bist du der schlechteste Mensch? Während Allah über dich gesagt hat, dass du der beste Mensch bist. Allah hat die Sahaba in dieser Ayah angesprochen und jeden, der ihnen folgt, liebe Geschwister. Und diese Ayah steht bis zur Stunde. Wie kannst du also überhaupt jemals ein schlechter Mensch werden? Allahumma a'izza al-Islam wal-Muslimin. Allahumma a'izza al-Islam wal-Muslimin. Allahumma adhill al-Shirk wal-Mushrikin. Allahumma a'izzana bil-Islam. Allahumma a'izzana bil-Islam. اللهم عليك بأعدائك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله